Jeder Muslim, der so ein Bittgebet aufsagt, dem wird Allah dadurch eines von drei Dingen geben. Entweder sein Bittgebet wird erfüllt. Du sagst, ja Rabbi, ich will Kinder. Möge Allah uns rechtschaffene Kinder geben. Ja Rabbi, ich will Wissen. Ich will einen Job. Entweder Allah erfüllt dir diesen Wunsch zügig. Oder er lässt es für ihn Yawm al-Qiyamah als Lohn. Oder er wendet von ihm einen Schaden ab. Was heißt das also? Wenn du Allah anflehst, er wird dich nicht ohne etwas zurückweisen. Du bekommst was. Aber du bekommst etwas gemäß der Weisheit Allahs. Allah weiß, was dir gut tut und er weiß, was dir schadet. Jetzt sagst du, ja Rabbi, ich will Kinder. Allah weiß, subhanahu wa ta'ala, die Zukunft. Und er weiß, du, in deinem Fall, hättest du Kinder, sie wären für dich eine zu große Versuchung, sodass du vielleicht dich abwendest von Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel, möge Allah uns rechtschaffene Kinder geben. Du sollst Allah anflehen. Aber jetzt ist die Frage, was ist, wenn das nicht eintritt? Dann tritt es nicht ein, weil das, was du dir gewünscht hast, nicht gut ist für dich. Wie, ich wollte ein Gelehrter werden. Wie, es ist nicht gut für dich. Ja, wärst du ein Gelehrter geworden, wärst du hochmütig gewesen. Du wärst zu stolz gewesen, du hättest geprahlt. Und dadurch wärst du in Jahannam gelandet. Ah, ich soll nicht lernen. Doch, lerne. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir keine hohen Stufen der Gelehrsamkeit gibt, die Basics musst du lernen. Wer ist Allah? Wer ist der Prophet? Was ist der Islam? Wie bete ich? Wie kaufe ich? Wie verkaufe ich? Wie heirate ich? Und so weiter. Diese Basic musst du lernen. Es geht jetzt darum, ich will ein Großgelehrter werden. Ja, Rabbi, ich will Großgelehrter werden. Du versuchst und versuchst und versuchst, klappt nicht. Warum? Wenn du alles versucht hast, dass du einer wirst, dann weil das vielleicht für dich nicht gut ist. Schaut euch an, wie viele Leute, die predigen, den Islam beibringen, sind abgekommen vom geraden Weg. Wie viele? Unzählige. Und jedes Mal hört man einen neuen. Der war auch Manhaj al-Salaf, Manhaj al-Sunnah und so weiter. Und jetzt sagt er dir, bitte die Gräber. Hilf mir, Sidi Fulan und so weiter. Möge Allah uns bewahren. Oder der gar nicht mehr an Allah glaubt. Es gab einen großen Gelehrten in Saudi-Arabien, Al-Qasimi heißt er. Der war ein Experte in Aqidah, musst du dir mal vorstellen. Ein Experte in Aqidah. Und dieser Mann hat nach Jahren der Gelehrsamkeit, hat er den Islam verlassen. Ausgetreten ist er. Der ist kein Muslim mehr. So ist er gestorben. Möge Allah uns davor bewahren. Also die Rechtleitung liegt in welchen Händen? In den Händen Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns festigen. Auf jeden Fall. Wenn es kann sein, das, was du dir wünschst, ist nicht gut für dich. Und Allah weiß es besser. Und Allah könnte sagen, so ist es, ist nicht gut für dich, du kriegst nichts. Aber Allah ist gütig, ist großzügig. Er sagte, okay, du kriegst das zwar nicht, was du dir gewünscht hast, aber als Entschädigung, als Trost kriegst du was anderes. Und zwar entweder bekommst du dafür eine Rettung vor einem Schicksalsschlag. Du hättest eigentlich den Unfall gebaut. Aber weil du gesagt hast, ja Rabbi, ich will Kinder, aber Kinder wären zu eine große Prüfung für dich. Oder ja Rabbi, ich will einen bestimmten Job, aber dieser Job, hättest du diese Million, ja Latif, dann Junge, dann, ich kenne euch nicht mehr. Allah weiß, ob du jemand bist, der mit Geld umgehen kann oder nicht. So, auf jeden Fall, das, was du dir gewünscht hast, wäre schlimm, würde dich ins Verderben bringen. Als Entschädigung, als Trost, bitteschön, den Unfall baust du nicht. Muss mir Allah diese Entschädigung geben? Natürlich nicht. Es reicht doch. Es reicht aus, ich weiß, Allah ist der Allweise. Ja, Rabbi, mach, was du entscheidest. Ich bin zufrieden. Oder nicht? Du gehst zum Arzt und sagst, ich habe Schmerzen. Ich muss unbedingt, komm, machen Sie bitte die OP. Ich kann nicht, mein Rücken, der tut weh und so. Bitte machen Sie die OP. Und der Arzt sagt, nein, nein, nein. Die OP ist für dich nicht gut.
Bei dir geht es nicht mehr. Zum Beispiel, wenn... Ja, die Verbindung ist, glaube ich... Okay, läuft es jetzt wieder? Okay. Wenn zum Beispiel jemand an Krankheiten leidet, die fatal wären, ja, Probleme bei der Blutgerinnung, Diabetiker, ja, so besonders im hohen Alter, kann das Probleme, zu Problemen führen. Die Verletzung heilt nicht mehr so. Da sagt er dir, nein, gucken Sie mal, geht nicht. Das heißt, dann würdest du was sagen, okay, vielen Dank, Herr Doktor, Professor, Doktor, 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 sehr gut, dass Sie mir das gesagt haben, dass ich keine OP machen soll, ich bin wirklich dankbar. Hat er dir jetzt einen Ersatz gegeben? Nee. Aber du dankst ihm, warum? Weil er weiß, was gut ist für dich und was nicht gut ist. Das heißt, das würde ja vollkommen ausreichen, auch gegenüber Allah. Aber Allah ist großzügig. Dafür machst du nicht diesen Unfall. Dafür wirst du doch nicht krank. Dafür machst du doch keine Schulden. Dafür werden deine Kinder doch nicht in die Irre gehen. Möge Allah uns gesegnete Kinder bescheren. Aber es gibt noch einen dritten Fall. Es kann sein, du brauchst die OP. Du brauchst diesen Unfall. Du willst nicht zurückkehren zu Allah. Du brauchst so einen Klaps, ja, so ein Aufweckruf. Also gibt dir Allah nicht, was du dir wünschst, weil es nicht gut für dich ist. Und er bewahrt dich nicht vor dem Unheil. Warum? Weil das ist eine Wiederbelebungsmaßnahme. Dein Herz ist am Schlafen. Kriege ich dann nichts mehr? Doch, doch. Dafür bekommst du Yawm al-Qiyamah den Lohn. Seht ihr, wie liebevoll Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Er behandelt uns so, wie wir behandelt werden müssen. So, wie es uns gut geht. Und dieser Lohn, Yawm al-Qiyamah, wie gewaltig ist der? Wie gewaltig ist der? Al-Rasul alayhi salam sagte uns, Yawm al-Qiyamah, wenn die Menschen sehen, was die Leute erhalten haben, deren Wünsche nicht erfüllt wurden, also die haben nicht bekommen, was sie wollten, und Allah hat sie nicht bewahrt vor Unheil, die Schicksalsschläge, die haben sie getroffen, was für ein Lohn sie bekommen, dann würden sie sich wünschen, wären sie doch in Stücke zerrissen worden in der Dunya. Subhanallah. Die Menschen denken sich, was ist das für eine Gebirgslandschaft hier? Das so viele Berge, was ist das? Das ist der Lohn, dass du dein Bittgebet nicht bekommen hast. Und du wurdest nicht bewahrt vor einem Schicksalsschlag. Dafür bekommst du Berge an Hasanat. Derjenige, der das bekommen hat, was er gewünscht hat, sagt, ja Rabbi, hätte ich doch diesen Lohn. Ja Rabbi, guck mal, wie großartig dieser Lohn ist. Also überlasse die Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn du Dua machst, machst du natürlich Dua mit dem Wunsch, ja Rabbi, gib mir, aber du stellst den Antrag und ob der Antrag bewilligt wird oder nicht, das überlässt du wem? Dem Allwissenden, subhanahu wa ta'ala.